Meine sehr geehrten Damen und Herren, die politischen Ereignisse vom Mai 1923. Straßenkämpfe waren in der Weimarer Republik an der Tagesordnung. Vor den Feiern zum 1. Mai, dem Tag der Arbeiter, befürchtete man Zusammenstöße linker und rechter Kräfte. Die ließen sich glücklicherweise vermeiden. Aber so bewegt die Ereignisse waren, so statisch präsentieren sich die Archivalien als Dokumente der Zeit. Zunächst ein Plakat mit genauen Anweisungen für den Aufmarsch auf der Theresienwiese und mit der Ankündigung des Redners. Zweitens ein Foto, das die sozialdemokratischen Vereine am Veranstaltungsort zeigt. Und schließlich eine Armbinde aus Stoff. Alle gezeigten Stücke stammen aus der Kollektion des Fotografen und Sammlers Friedrich Josef Maria Rese. Er hat von 1870 bis 1952 gelebt, die dieser für den Ersten Weltkrieg, die Weimarer Republik sowie für die Epoche der NS-Zeit und den Zweiten Weltkrieg zusammengetragen hat. Rese, ein ebenso besessener wie systematischer Sammler, verkaufte seine Kollektion 1929 den Nationalsozialisten, die ihn anstellten und für die er seine Sammlung mit 9 weiteren Mitarbeiterinnen ausbaute. Die Sammlung umfasste Fotos, Plakate, Presseausschnitte, Flugblätter, Broschüren, Akten, aber auch dreidimensionale Gegenstände. Deshalb versah er seine Stücke mit 2 Stempeln. Der eine lautete FJM Rese, Archiv für Zeitgeschichte und Publizistik München, wie wir ihn auf dem Plakat sehen. Der andere FJM Rese, Archiv und Museum für Zeitgeschichte München. Nach der Beschlagnahmung durch die Amerikaner 1945 und einer teilweisen Rückgabe nach 1965 bildete die Sammlung den Grundstock der 1978 geschaffenen Abteilung 5 Nachlässe und Sammlungen des Bayerischen Hauptstaatsarchivs. Nicht im Titel enthalten, aber ebenso archiviert werden in der Abteilung 5 die Registraturen und Archive von Vereinen und Verbänden sowie Körperschaften des öffentlichen Rechts und staatseigener Betriebe. Die Abteilung 5 soll als Ergänzung der Überlieferung der staatlichen Zentral- und Mittelbehörden für den Bereich des gesamten Freistaats Bayern den privaten und halbstaatlichen Bereich abdecken. Neben den Nachlässen von Politikern und ranghohen Beamten sowie Vertretern des öffentlichen Lebens gehören Interessens- und Lobbyverbände wie der Landwirtschaftliche Verein und sein Nachfolger der Bayerische Bauernverband, aber auch der Verband der Bayerischen Energiewirtschaft, VBEW, oder berufsständische Vertretungen wie der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband, BLLV, dazu. Das erste Stück in 3 Teilen, das wir mit Feiern für die Demokratie betitelt haben, entstammt der Sammlung politischer Plakate bis 1945 mit mehr als 20.000 Stück. Es ist ein streng gestaltetes Plakat, herausgegeben vom Zentralrat der Betriebsräte Münchens und vom Gewerkschaftsverein München. Mit schwarzer Schrift auf rotem Grund lädt es zur Maifeier 1923 auf der Theresienwiese in München vor der Bavaria ein. Der Aufbau des Plakats ist dreiteilig. In der oberen Hälfte steht die Ankündigung des Ereignisses mit den Schlagworten Arbeitsruhe und Demonstration. Im unteren Teil ist als Festredner Robert Dissmann, 1878 bis 1926, angekündigt, gelernter Maschinenbauer, Mitglied der unabhängigen Sozialdemokraten, USPD, und Abgeordneter im Reichstag seit 1920. Es folgen die Aufstellungen der Abteilungen nach Stadtvierteln. Die Züge sollen sich ab 9.30 Uhr formieren, um rechtzeitig bis 11 Uhr an der Bavaria zu sein. Auf einem separaten Plakatstreifen, den Sie hier an der Seite sehen, sind die einzelnen Züge mit den jeweiligen Führern noch einmal aufgelistet. Zum Ausgang am Nachmittag trifft man sich um 15 Uhr im Hirschgarten.
Am Ende des Plakats sind noch 4 Arbeiterverbände genannt, die neben den Gewerkschaften Mitveranstalter sind. Eingerahmt von 2 schwarzen Händen steht am Ende der Aufruf: Wahrt strengste Disziplin. Diese Machtdemonstration der Gewerkschaften und der Sozialdemokratie wollten die rechtsgerichteten vaterländischen Verbände, die sich im Februar 1923 nach dem Einmarsch französischer und belgischer Truppen im Ruhrgebiet, der sogenannten Ruhrbesetzung, formiert hatten, verhindern. Sie übten Druck auf die Regierung des bayerischen Ministerpräsidenten Eugen von Knilling, 1865 bis 1927, von der bayerischen Volkspartei BVP aus, die Maifeier zu verbieten. Die Regierung machte lediglich die Auflage, den Zug zur Theresienwiese in kleineren Einheiten zu organisieren. Die vaterländischen Verbände mussten von ihrem Vorhaben Abstand nehmen, die Aktion der Arbeiterbewegung mit Gewalt zu verhindern, da Polizei und Reichswehr die Regierung unterstützten. Die Polizei riegelte das Oberwiesenfeld ab, wo sich die Verbände gesammelt hatten, verlangte die Herausgabe der Waffen und zwang sie zum Abzug. Die Maifeier der Sozialdemokraten dagegen verlief nach Plan. Jetzt wäre an sich die Gelegenheit gewesen, die vaterländischen Verbände endgültig zu verbieten, was der deutschnationale Justizminister der bayerischen Landesregierung, später der Reichsregierung, Franz Gürtner, gelebt hat er von 1881 bis 1941, verhinderte. Das zweite hier gezeigte Stück, von uns betitelt unter dem Schutz der Bavaria, zeigt ein Foto vom Aufmarsch der Auergarde auf der Theresienwiese am 1. Mai 1923. Das Bild gehört zu einer umfangreichen Bildersammlung, die ebenfalls Teil der bereits erwähnten Kollektion Rese war. Zur Begehung der Maifeier stellten sich die Verteidiger der Republik militärisch auf. Es existierte ein Ordnungsdienst, die sogenannte Sicherheitsabteilung, abgekürzt SA. Gegner sind die Feinde der Demokratie, die die seit 5 Jahren bestehende Weimarer Republik aufs Schärfste bekämpften. Der Faschismus als Problem wird klar benannt. Man ist deutsch gesinnt, betont aber auch die Anhänglichkeit an den Freistaat mit der Feier vor der Bavaria. Zu sehen sind einige 100 Teilnehmer, vorne Trommler, links Radfahrer, alle mit Blick auf die Bavaria vor der Ruhmeshalle. Hinter den Teilnehmern sind rechts die Häuser am Bavaria-Ring, in der Bildmitte die Türme der Frauenkirche, links der Turm der Maxburg zu sehen. Das Foto wurde wohl vervielfältigt und verteilt, deshalb die Aufschrift, ich zitiere, Sicherheitsabteilung der Sozialdemokratischen Partei München, Auergarde, gebildet zur Abwehr reaktionärer Angriffe und des deutsch-gelben Faschismus zum Schutze der ungeteilten Deutschen Republik. Mai 1923, frisch vorwärts. Das letzte Wort in Anlehnung an die Devise der Sozialdemokraten. Der deutsch-gelbe Faschismus meint den italienischen Faschismus, dessen Emblem ein gelbes Liktorenbündel auf blauem Grund, umgeben von einem gelben Rand war. Die Auergarde wurde als Reaktion auf das am 21. Februar 1919 gegen den SPD-Vorsitzenden Erhard Auer verübte Attentat nach der Ermordung von Ministerpräsident Kurt Eisner gegründet. Eine zunächst eher lose Vereinigung leitete Franz Xaver Pizza, 1886 bis 1952, nach ihm Pizzagarde benannt. Nach einem weiteren Anschlag auf Auer am 26. Oktober 1921 und nach der Ermordung Walter Rathenaus 1868 bis 1922, des Außenministers des Deutschen Reichs am 24. Juni 1922, kamen die sogenannten Sicherheitsabteilungen hinzu, die bewusst mit SA abgekürzt und militärisch strukturiert waren. Das zeigen auch die beiden Armbinden aus Textil, mit den Zahlen römisch 19, wohl für die Untereinheit, eventuell Kompanie, und die Zahlen arabisch 21 und arabisch 84 für den einzelnen Gardisten.
In der Mitte ein schwarz-rot-goldenes Band, das nach dem Verbot der linken Selbstschutzorganisationen namensgebend werden sollte, als die Auergarde Anfang 1924 in München eine Ortsgruppe im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold wurde. Die Auergarde SA hatte nur leichte Waffen und wollte die Polizei beim Kampf gegen rechte Gewalt unterstützen. Sie zählte etwa 2000 Mann mit einem Trommler- und Pfeiferchor, aber auch einer Radfahrerabteilung, wie auf unserem Bild links zu sehen. So statisch die drei Archivalien zunächst scheinen, zeigt sich bei genauerer Analyse die Bewegtheit der Zeit, die auch beim jetzt anschließenden Vortrag von Professor Rumschettl deutlich werden wird. Ich wünsche einen angenehmen und interessanten Abend. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.